Hallo und herzlich willkommen bei Planet Zoo. Ja, das Spiel ist vor ein paar Tagen neu rausgekommen und ich habe lange, lange darauf gewartet, es holen zu können. Hat jetzt leider erst zum 15. geklappt. Vorher gibt es nun mal kein Geld. Aber ich bin unheimlich gespannt, was da jetzt auf mich wartet. Ich habe schon mal eine kleine Willkommensnachricht bekommen. Willkommen bei Planet Zoo. Du bist nur ein paar Schritte davon entfernt, die Welt von Planet Zoo zu erleben. Als erstes erstellen wir einen Avatar von dir, der deine tollen Werke in der Community von Planet Zoo präsentiert. Du solltest jemanden erstellen, den deine Freunde wiedererkennen können. Okay, dann versuchen wir das mal. Ah, okay. Auf jeden Fall weiblich. Wie sehen denn die Teenager aus? Ja, die Teenager sind irgendwie optisch schöner als die komischen alten Damen hier. Ich mache jetzt mal einfach so ein Teenager. Passt zwar nicht ganz so, aber... Ach, schlank oder beleibt. Ich habe beliebt verstanden, gelesen. Ich bin auch wieder... gibt es da auch so ein Mittelding? Die ist ja spindeldürr. Und die hat halt ja, sehr viele Rundungen, sage ich mal. Kann man den Körper hier irgendwie einstellen? Körper, Körper, Körper. Okay, nur und da hat die voll die Speckröllchen und da hat die dann auf einmal alles so gleichmäßig nach unten. Das muss man auch nicht verstehen, oder? Ja, mich stört das, dass die so spindeldürr ist. Ich meine, ganz ehrlich, das ist noch nicht mal Größe 40. Aber mich stört es, dass die halt so breit ist. Ich möchte so ein Mittelding, so ein ganz normales Standardteil, so eine Standardoptik machen. Ist das denn zu viel verlangt? Farben. Ach, das ist jetzt nur das Oberteil, okay. Ach nee, Moment, oder? Nee, doch. Nee, doch. Die hat so ein hässliches Gesicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, die hat nur zwei Frisuren. Ist das euer Ernst? Und diese Zähne. Oh mein Gott. Ich denke, man soll jemanden einstellen, den die Leute auch wiedererkennen würden. Aber die würden mich überhaupt nicht wiedererkennen, egal welchen Avatar ich hier nehme. Na gut, die sieht jetzt wenigstens noch einigermaßen okay aus vom Gesicht her. Ach, die hat auf einmal mehr Haare, okay. Mal schauen, das. Dann so lange Haare. Ja, lang nicht, aber bis zu der Schulter auf jeden Fall. Auch so bis zur Schulter. Das sind ganz kurze. Oh mein Gott, die sehen ja alle schrecklich aus. Ja, dann ist das noch eher so halbwegs in die Richtung. Oh ja, das ist cool, das passt zu mir. Pinke Haare. Beziehungsweise, ja, doch, geht eher so in Richtung Pink rein. Ja, kann man die Brille irgendwie wegmachen? Ich meine, die ist ja... Ja, die passt nämlich so überhaupt gar nicht. Die Haut und alles, also es passt auch nicht. Es ist schon ein bisschen krass ausgedrückt, wenn man sagt, man soll den Avatar so machen, wie die anderen einen wiedererkennen, weil da ist null Erkennungswert, Wiedererkennungswert. Das ist aber alles, ach so, den Rock kann man extra machen. Ah, okay, verstehe. Ja. Ich meine... Nee, du läufst nicht im Schlabberlook rum, vergiss das. Das hier rechts ist, sieht schön aus mit diesen Gestreiften, aber diese Vorschau, die die hier haben, das ist grausig. Naja. Sollte eigentlich ja mit zwei Streifen sein anscheinend, weil wenn man hier draufklickt... Hat man ja auch unterschiedliche Farben. Aber hat wohl nicht ganz so sollen sein, wie die sich das vorgestellt haben und wie dann
ja, letztendlich das Ergebnis ist. Also entweder so eine normale lange Hose oder ein Röckchen. Das passt jetzt eher zu mir. Also da passt gar nichts von zu mir, aber das passt jetzt so eher zu, am ehesten zu mir. So. Einstellungen. Da werde ich mich jetzt nochmal kurz durchwuseln und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir jetzt wieder. Was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass das Bild hier irgendwie komplett unscharf ist. Aber man sieht ja hier oben am Rand, dass eigentlich alles richtig eingestellt ist. Es steht auch alles auf der höchsten Auflösung. Also von daher, nee, Pläne zu beenden möchte ich jetzt eigentlich nicht. Ich möchte meinen, ach so, hier unten, meinen Avatar benutzen. Soll ich mal eben gucken? Oh Gott, nee, so ein Hut werden wir auf gar keinen Fall aufziehen. Okay, wir beenden das Ganze. Lege das Hauptquartier deines Avatars fest. Das Hauptquartier HQ ist der Ort, an dem andere Spieler deinen Avatar sehen und auf von dir geteilte Zoos oder Baupläne zugreifen können. Positioniere deinen Avatar an einer beliebigen Stelle auf dem Globus. Du kannst die Position deines Avatar-Hauptquartiers auch später verändern. Klicken und ziehen, um den Globus zu drehen. Okay. Ich bin so völlig... völlig schlecht in diesen ganzen. Ich habe auch in Erdkunde früher nie gute Noten geschrieben. Ich setze dich einfach mal so hier rein. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das auf meinen Zoo auswirkt, aber ja, so wie ich es verstanden habe, wohl nicht. Was ich jetzt nicht so toll finde, dass ich gerade anscheinend eine Errungenschaft erhalten habe, aber sich gerade mein Spiel aufgehangen hat. Ja. Das fängt doch schon mal wunderbar an, liebe Leute. Ja, ich kann nichts mehr machen. Das ist super. Ich werde das Ganze noch mal komplett neu starten und dann sehen wir uns gleich wieder. Hui. Hi, Artematu. Oh, tut mir leid. Ich spreche immer mal wieder versehentlich Planko. Kann ja mal Freut mich, passieren. dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur Burn. meine Frau nennt mich Bernard. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe und ich bin sehr stolz auf ihn und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Was Wasser. tust du? Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Natürlich. Hallo, dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut. Ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Okay. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Das hier? Ah ja, das Wusstest sieht du, gut dass aus. der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange Ein schlafen, wenn dicker sie könnten. Popo! Kann man dich drehen? Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert.
Hallo. Okay, wenn du bereit bist, sollten wir uns auch den Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. Die Löwen auf der anderen Seite des Zoos. Da, das sieht gut aus. Der Panthera Leo Leo oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. Ich will aber bei den Löwen bleiben. Na gut, leeres Gehege, da. Hä, ist so eine Sache mit dem Rein- und Rauszoomen hier immer? Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Naja, zwei etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Oh. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Tierhandel? Da. Sehr gut. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Klicke sie an und wähle Aufnehmen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte geleert. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Das könnte vielleicht passieren, ja. Wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert. Wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und jetzt? Das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Ja, wo sind die denn? Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen. Ah! Ein Warzenschwein! Hallo, guten Tag. Wie geht's dir? Aber ich hatte doch zwei bestellt. Hilfe! Der macht Jagd auf mich. Und wo ist das andere? Ah! Das kommt gerade. Oder? Doch! Ja! Wie sich das erste freut. Aber das ist hungrig und durstig. Und hat eine scheiß Lebensqualität. Hallo? Da müssen wir doch... Was macht der? Der hat die doof angemacht und geht wieder. Na toll. Wo war dieses Gebäude? Hier, ne? Wie du sehen kannst, sind unsere Zoopfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssten wir Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Ja, gut, da kann man sich nie sicher sein. Das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus vier verschiedenen Bereichen zusammen. Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Frage. Wenn Hunger, das Durst. Noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. In was? Kümmern wir uns zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Ja, müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle. Und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir ihn doch hinzu. Und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Machen wir den doch hier. Dass die Leute mal ein bisschen gucken können. Reicht eigentlich einer, oder? Eine Wasserschüssel?
Vielleicht hier, da können die Leute auch gucken. Wir brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Hier, achso, auch hier. Okay. Oh, ist das Ding groß. Hier vielleicht? So. Gut gemacht. Du bist ein Naturtalent. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg. Deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Straußengehege, Straußengehege? Straußengehege? Sieht mir wirklich sehr unfertig aus. Oh, bevor du aber anfängst, das Straußengehege zu bauen, solltest du das Spiel pausieren. Klicke dazu einfach auf die Pause-Taste in der rechten unteren Ecke. Okay. Und jetzt? Ach, so mag ich das. Eine kleine Pause. Manchmal ist es einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben. Zuerst müssen wir hier einen Pflegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Jedes Gehege muss einen Pflegeeingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. Gut. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Okay. Oh. Huch. Kann man das nicht... gerade oder gewölbt? Okay, wenn ich das jetzt kürzer mache... so... und dann gewölbt, aber etwas länger. Das müsste gehen, oder? Und wieder gerade. Ich sehe nichts mehr. das ist aber blöd. Jetzt geht das da nicht gerade. Hallo? Hallo. Was ist jetzt los? Guck. Ich will nur etwas bauen. Nein. Achso, ich dachte schon. Kann ich jetzt hier... ah, ich kann endlich wieder... okay. Ja, das ist jetzt etwas doof, aber okay. Ich glaube, 8 Meter hatte das eben, ne? Ja, wieso kann man das hier nicht gerade machen? Barriere, dann bauen wir aber von hinten erstmal hier mit der Standardgröße weiter. Ich möchte aber auch sehen, was ich hier mache, bitte. Ei. Gut gemacht. Okay. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können, zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Glas, okay. Auswählen. Glas. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie... ich will aber mehr reinmachen. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst.
Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Also, bevor wir unsere Strauße aufnehmen, solltest du auf die Spielen-Schaltfläche klicken. Denn wenn das Spiel pausiert ist, dann gilt das auch für unsere Zoopfleger. Und dann wird es etwas kompliziert, die Strauße abzuliefern, oder? Okay. Außerdem kannst du das Spiel nicht nur pausieren, sondern die Spielgeschwindigkeit auch mit der Schnellvorlauf-Schaltfläche erhöhen. Dann vergeht die Zeit doppelt oder fünfmal so schnell. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Wie dem auch sei. Höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch 4 für hier. Okay, wie war das jetzt? Tierhandel? So, aufnehmen. Senden. Zack. Oh, das war jetzt doof, ne? Weil hier vorne ist der Eingang. Aufnehmen, senden, zack. Aha. Und den letzten. Tschakka. Wenn wir warten, dass sie von den Zoopflegern abgeholt und zum Gehege gebracht werden, solltest du es für sie vorbereiten. Okay. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden Beschäftigungsfutterspender. Es empfiehlt sich, Beschäftigungen und Futterstationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. Oh, Futterschüssel, Futterspender. Ups. Das war hier. Wassertrog. Können wir dahin machen. Ich bin froh, dass die Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Wusstest du, dass sie bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen können? Hoffentlich reißen die nie aus. Wenn die geblitzt werden, Bußgelder würden uns ruinieren. Ja, aber so richtig. Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Ist hungrig und durstig. Hat er seinen Blitzerwitz gemacht? Echt? Jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen. Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor, deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Tierpflegerhütten befinden sich im Einrichten-Baumenü. Okay, und wo kann ich die dann bauen? Ach, da oben. Okay. Einrichtung. Tierpflegerhütte klein. Tierpflegerhütte klein. Achso, sind beides die gleichen? Ja gut, das passt hier jetzt besser hin. Tierpflegerhütte drehen, um sie mit dem Weg zu verbinden. Ah, okay. Da ist der Eingang. Ich will die aber... Hallo. Okay. Okay. Mit XY scheint das nicht so zu klappen. Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person. Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Negativ, falls das nicht klar war. Alle Einrichtungen, Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Okay, machen wir. Oh shit. Entschuldigt, liebe Leute, ich musste mal kurz auf Pause drücken, weil der Amazonenbote gedacht hat, der müsste jetzt unbedingt meine Sachen vorbeibringen. So, wo waren wir jetzt? Ein Transformator. Jetzt ist alles blau geworden, weil du die Strom-Heatmap nutzt. Hilfe! Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Okay. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden.
Okay, die Frage ist jetzt, wo ist der Eingang? Ah, da ist der Eingang, okay. Nee, so will ich das nicht haben. Ich will... ich will den Eingang auch so haben. Obwohl... naja, so ist eigentlich... ja, doch. Lassen wir es so. Dann ist es nicht so direkt... hä, wieso ungültig? So besser? Hallo? Ausgezeichnet. Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Okay. Und weil du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern.